einem schweren Sturm. Wir jagen durch die Lüfte, wie hoch ganz wildes Heer. Wir schauen in Wolkenflüchten und brausen übers Meer. Hochtragen uns die Schwingen wohl über Berg und Tal. Wenn die Propeller singen im ersten Morgenstrahl. Im Sommer 1943 sang niemand mehr in Deutschland das bekannte Fliegerlied aus der Zeit der Blitzkriege. Flieger sind Sieger für Deutschlands Herrlichkeit. Nacht für Nacht stiegen die Nachtjäger nun auf, um vom Radar geleitet, sich in die immer zahlreicher werdenden englischen Bomberströme einzuschleusen und mit bewunderungswürdigem Angriffsgeist und Todesverachtung die schweren viermotorigen Bomber zu attackieren und nach Möglichkeit abzuschießen. Es gab keinen Pardon, denn den Besatzungen gingen die grauenhaften Bilder der zerstörten deutschen Städte und der verbrannten Frauen und Kinder nicht mehr aus dem Kopf. Eine Renaissance sollte nun der zweimotorige Zerstörer Me 110 als Nachtjäger erleben, nachdem er in der Luftschlacht über England wegen seiner Schwerfälligkeit einmotorigen Jägern gegenüber völlig versagt hatte und selbst Jagdschutz benötigte. Seine starke Feuerkraft nach vorne und die relativ lange Flugdauer kamen der Me 110 nun zustatten im Kampf gegen die schweren englischen Bomber. Geleitet wurden die deutschen Nachtjäger von dem von General Kammhuber entwickelten Himmelbettsystem. Erfasst wurden die Bomber für gewöhnlich schon gleich beim Verlassen der englischen Küste von dem erstklassigen Frühwarnradar Wassermann, dessen 40 Meter hohe Antenne wir auf unserem Foto an der holländischen Küste gut erkennen können. Dann übernahmen die sogenannten Himmelbett-Bodenstationen die weitere Ortungsarbeit. Ausgerüstet mit dem Radargerät Freier für größere Entfernungen und dem sogenannten Würzburg-Riesen für die Überwachung der Bomber- und Nachtjägerbewegungen. Eine gut eingespielte Himmelbettorganisation war in der Lage, in der Stunde bis maximal 6 Bomber zu bekämpfen. Dieser Umstand sollte sich später als großer Nachteil herausstellen, nämlich dann, als die Engländer es gelernt hatten, ihre Nachtbomber in einem dichteren Bomberstrom nach Deutschland einfliegen zu lassen, sodass außer den 6 Pechvögeln alle anderen Flugzeuge, die die Himmelbettstation innerhalb dieser Stunde überflogen, ungeschoren davonkamen. Allerdings erhöhte sich durch die Massierung der Maschinen das Kollisionsrisiko der Bomber erheblich. Aber die englischen Statistiker errechneten, dass die Risikoerhöhung lediglich 0,5% betrug, gegenüber einer erhöhten Abschussgefahr durch die Nachtjäger von 3-4%. Auf unserer Karte sind die Himmelbettstationen in rund und die Nachtjägerfluchtplätze in eckig eingezeichnet. Der Jägerleitoffizier am Boden führte den deutschen Nachtjäger nun mit Hilfe des Würzburg-Riesen bis auf ca. 1000 Meter an den feindlichen Bomber heran. Von da ab konnte der Beobachter für gewöhnlich auf seinem Liechtenstein-Bordradar das feindliche Flugzeug ausmachen und dem Piloten die notwendigen Instruktionen für den Angriff erteilen, bis dieser die Auspuffflammen des englischen Bombers selbst erkennen konnte. Unsere Bilder zeigen das sogenannte Hirschgeweih, die Antenne des Liechtenstein-Radars, das von nun an die Nasen der deutschen Nachtjäger schmückte. Die Piloten nahmen den Geschwindigkeitsverlust von 40-60 Kilometer pro Stunde durch dieses Ungetüm wohl oder übel in Kauf, waren aber nicht sehr glücklich dabei, denn mit der schweren Bordbewaffnung, den Zusatz Treibstofftanks und dem Hirschgeweih hatte die Me 110 nun nicht mehr allzu viel Geschwindigkeitsüberschuss gegenüber den viermotorigen englischen Bombern aufzuweisen. Eine gewisse Verbesserung in dieser Hinsicht und auch in Hinsicht auf eine längere Flugdauer sollte die neue Nachtjägerversion der normalerweise als mittelschwerer Sturzkampfbomber konzipierten U-88 bringen. Erst spät, ja viel zu spät, baute Heinkel dann einen echten Nachtjäger mit hervorragenden Flugeigenschaften und zur Bekämpfung der schweren Nachtbomber bestens bewaffnet, die He 219U.
Aber es waren nur wenige Maschinen dieses Typs, die noch bis Kriegsende zum Einsatz gelangten. Schnell hatten die deutschen Nachtjäger gelernt, dass man die englischen Lancaster-Bomber am besten von schräg unten, von hinten kommend angriff, da diese unter dem Rumpf keinerlei Abwehrwaffen besaß. Der Jägerpilot zog dann seine Flugzeugnase leicht an, sodass die schweren Kanonen im Bug der Maschine ihre Geschosse in die Motoren und die Flügel-Treibstofftanks des Bombers schicken konnten, um damit das feindliche Flugzeug in Brand zu schießen und zum Absturz zu bringen. Allerdings ein nicht allzu leichtes Manöver, denn wie schnell konnte dabei der feindliche Bomber versehentlich gerammt werden oder herabfallende Trümmer beschädigten die eigene Maschine. Einem Waffenwart auf einem Nachtjägerflugplatz soll dann beim Aufmunitionieren der Kanonen die geniale Idee gekommen sein, doch zwei Zentimeter Kanonen starr in einem solchen Winkel nach oben gerichtet in den Rumpf der Nachtjäger einzubauen, sodass die Kanonengeschosse, ohne dass der Pilot seinen Kurs ändern musste, ihr Ziel, die Motoren und die Treibstofftanks fanden. Der Erfolg dieser Maßnahme war frappierend. Und unzählige englische Bomber fielen von nun an der sogenannten schrägen Musik zum Opfer, ohne dass die Besatzungen auch nur ahnten, woher das Verderben kam. Vorsorglich wurde mit der schrägen Musik auch keine Leuchtspurmunition, wie sonst üblich, verschossen. Die Engländer haben erstaunlicherweise bis zum Kriegsende nichts gegen diesen schleichenden Tod von unten unternommen. Entdeckte die englische Bomberbesatzung durch Zufall oder besondere Aufmerksamkeit rechtzeitig die Annäherung eines deutschen Nachtjägers, so konnte ein guter Pilot durch das sofortige Einleiten des sogenannten Korkenzieher-Ausweichmanövers sehr oft die Maschine und damit sein und das Leben seiner Besatzung retten. Deutsche Nachtjägerpiloten stimmten darüber überein, dass das Korkenzieher-Manöver, wenn es rechtzeitig und mit vollem Einsatz ausgeführt wurde, sie vor eine kaum lösbare Aufgabe gestellt habe. Wie es am nächtlichen deutschen Himmel zuging, wenn ein Experte der Nachtjagd wie Prinz Heinrich zu Sayn-Wittgenstein in einen massierten englischen Bomberstrom einbrach, schildert der später von seinem Funker geschriebene Gefechtsbericht eindringlich. Der Prinz stand zu dieser Zeit mit 79 Nachtbomberabschüssen an der Spitze aller Nachtjäger. Um 21 Uhr waren wir von Stendal bei Berlin mit unserer U-88 gestartet. Und um 22 Uhr hatte ich in meinem SN2-Suchgerät den ersten Kontakt. Ich gab meinem Flugzeugführer die Richtung an und schon kurz darauf sahen wir das Objekt, eine Lancaster. Wir brachten uns in Schussposition und eröffneten das Feuer, worauf die linke Tragfläche des Bombers sofort zu brennen begann. Er ging in steilem Winkel nach unten und fing an zu trudeln. Er stürzte um 22.05 Uhr ab und explodierte beim Aufschlag. Wir suchten weiter. Zeitweise hatte ich bis zu 6 Suchzeuge auf meinem Radarschirm. Nach einigen weiteren Kursangaben sichteten wir das nächste Ziel, wieder eine Lancaster. Nach unserem ersten Feuerstoß entwickelte sich ein kleiner Brand. Die Maschine verlor ihre linke Fläche und stürzte senkrecht ab. Kurz darauf beobachtete ich den Aufschlag. Es war um 22.15 Uhr. Dem Aufschlag folgten heftige Detonationen, wahrscheinlich von den Bomben, die noch an Bord waren. Nach kurzer Pause bekamen wir eine weitere Lancaster zu Gesicht. Sie fing nach einem langen Feuerstoß zu brennen an und stürzte ab. Ich beobachtete den Aufschlag etwa zwischen 22.25 Uhr und 22.30 Uhr. Kurz darauf sahen wir einen anderen viermotorigen Bomber. Wir befanden uns mitten im sogenannten Bomberstrom. Schon nach dem ersten Anflug ging der Bomber in Flammen nieder. Ich beobachtete den Aufschlag gegen 22.40 Uhr. Und dann tauchte erneut ein Ziel in meinem Suchgerät auf. Nach einigen wenigen Kurskorrekturen sichteten wir wieder eine Lancaster, deren Rumpf schon nach dem ersten Angriff zu brennen begann. Doch das Feuer ging dann aus und wir setzten zu einem neuen Angriff an. Major Wittgenstein wollte gerade schießen, als es plötzlich in unserer Maschine schrecklich funkte und krachte. Im Nu stand die linke Fläche in Flammen und ab ging es nach unten. Das Kabinendach über meinem Kopf flog davon und im Bordsprechgerät hörte ich den Ruf: Raus! Ich riss mir Sauerstoffmaske und Helm herunter und wurde aus meinem Sitz geschleudert. Nach wenigen Augenblicken öffnete sich mein Fallschirm
und ich landete unweit Schönhausen. Am folgenden Tag fand man Wittgensteins Körper in den Trümmern seines Flugzeuges. Zwei der heimkehrenden Bomber berichteten, dass sie eine Ju-88 im Zielgebiet abgeschossen hätten. Und es ist möglich, dass der Prinz eine von ihnen flog. Und doch gab es in dieser Zeit des Grauens und des gegenseitigen Tötens noch Wunder des Lebens. Da ist zum Beispiel die Geschichte des englischen Heckschützen Nicholas Stief Alkimira, die er uns hier selbst 30 Jahre nach dem Ereignis erzählt. Meine Kameraden und ich waren mit unserer Lancaster nach einem Angriff auf Berlin auf dem Rückflug begriffen, als wir in einer Höhe von 5000 Metern fliegend von einem deutschen Nachtjäger angegriffen wurden. Sofort stand die ganze Maschine in Flammen. Volvíamos de un raid sobre Berlín y estábamos atravesando la zona de los radares alemanes. Nos atacó un caza nocturno y el avión empezó a arder. Intenté coger mi paracaídas, pero el saco de envoltura estaba ya en llamas y la seda empezaba a arder también. Ya no podía soportar las llamas. El calor era terrible, así que me refugié en mi torreta cerrando las puertas. Mi mono de vuelo empezó a arder. Tenía la cara y las manos quemadas. Me dije, bien, esto es el fin. Más vale saltar y acabar de una vez que quedarse aquí y morir abrasado. Así que giré la torreta a mano, eché abajo las puertas y me precipité al vacío. Ich fasste nach meinem Fallschirm, aber seine Seide hatte schon Feuer gefangen. Es wurde so heiß, dass ich mir Verbrennungen im Gesicht und an den Händen zuzog. Ich zog mich in meinen MG-Stand zurück und schloss die Tür. Das ist also das Ende, dachte ich. Sicher springst du besser raus, als dass du hier am lebendigen Leibe verbrennst. Also drehte ich den MG-Turm mit der Hand um, öffnete die Tür und sprang ins Nichts. De repente se hizo el silencio. Me pareció increíble después de tanto fragor. Me sentía muy tranquilo y apacible. Me pareció que caía de cabeza. Pensé, bueno, si esto es morir, no es tan difícil, no hay por qué tener miedo. Um mich herum trat plötzliche Stille ein. Nichts mehr war vom Prasseln des Feuers in der Maschine zu hören. Alles war so friedlich und eine völlige Ruhe erfasste mich. Ich hatte den Eindruck, mit dem Kopf voranzufallen. So einfach ist also das Sterben. Dann brauchst du auch keine Angst zu haben. Dann fiel ich auf etwas wie eine nachgebende Wand. Wie sich später herausstellen sollte, waren es die Zweige einer Hecke, die dicht miteinander verfilzt waren und wie ein Auffangnetz wirkten. Dann gab es den letzten Aufschlag in dickem Schnee. Das Erste, was ich durch die Zweige sehen konnte, waren die Sterne. Und ich dachte, Jesus Christus, ich lebe. Allerdings war mein körperlicher Zustand jammervoll. Sicht, Hände und Füße waren verbrannt, der Körper übersät von Blutergüssen und gespickt mit Dornen der Büsche. Große Teile der Haut waren abgeschürft, aber ich lebte und ich ging davon. Schauplatz und wenden uns dem Nordkap im äußersten Norden Europas zu. Wo sich die Besatzung des letzten deutschen, noch unbeschädigten Big Schiffs, des 31.000 Tonnen schweren Schlachtschiffes Scharnhorst, zum Auslaufen bereit macht. Es ist der 25.12.1943, der erste Weihnachtstag. 1.900 Matrosen feiern ein tristes Weihnachtsfest auf dem sogenannten glücklichen Schiff. Glückliches Schiff deshalb, weil die Scharnhorst aus allen Unternehmungen und Seegefechten, an denen sie bisher während des Krieges teilgenommen hatte, erfolgreich und fast immer unbeschädigt zurückkehrte.
Lediglich beim Kampf und der Versenkung des englischen Flugzeugträgers Glorious zusammen mit der Gneisenau anlässlich der Besetzung Norwegens 1940 hatte sie den Torpedotreffer eines englischen Zerstörers hinnehmen müssen. Im Februar 1941 dringen dann die Schwesterschiffe Gneisenau